Hallo allerseits. Franz und Timmy sind im Urlaub und diese Gelegenheit nutze ich doch einfach mal, um mal wieder ein eigenes Video zu machen, eine Rezension, die jetzt nicht unbedingt mit Kindern gemacht wird. Und ich habe mir überlegt, ich werde einfach jetzt mal ein paar Standard-Decks nicht unbedingt rezensieren, aber vorstellen für alle da draußen, die sich gar nicht so sehr mit Tarot auskennen. Und ich würde heute gerne mit dem Druidcraft Tarot beginnen. Druidcraft, Druidenkraft, Druidenmacht könnte man es übersetzen, ist ein Deck, das aus den 90er Jahren stammt. Und zwar wurde es gemalt von dem Künstler Will Worthington in Zusammenarbeit mit Philip und Stephanie Cargom. Philip war von 1988 bis in diesem Jahr 2020 der Vorsitzende der wichtigsten Druidenvereinigung im angelsächsischen, inzwischen im weltweiten Raum. Es gibt 17.000 Mitglieder weltweit, die dem OBOD angehören, dem Order of Bards, Ovates and Druids, also dem Orden der Druiden, Ovaten. Das ist ein eher ausgedachter Priesterstand und der Barden. Und auf Grundlage des druidischen Glaubens wurde dieses Druidcraft entworfen. Es orientiert sich an dem wahrscheinlich allen Menschen bekannten Tarot von Arthur E. Waite und Pamela Coleman Smith und baut halt auf diesen Bildern auf, macht sie aber wesentlich dynamischer. Ich habe gerade ein Video mit meiner Kollegin Birgit Enke veröffentlicht auf dem YouTube-Kanal vom Tarot e.V. wird es demnächst zu sehen sein. Inzwischen ist es schon live auf Facebook. Da kannst du gerne reinschauen, um dir noch einmal ein paar Hintergrundinformationen zu dem Deck zu holen. Das ist eine spannende Entstehungsgeschichte, die ich jetzt hier nicht rezipieren möchte. Aber wenn du dir den Druidcraft Tarot kaufst, dann kommt er in einer großen Schachtel. Er ist erschienen im Arun Verlag und kostet, glaube ich, um die 40 Euro. Das werde ich nachher alles noch verlinken. Ich bin nicht ganz sicher, ob er im Deutschen noch erhältlich ist oder ob du ihn eher online bestellen musst. Im Englischen kommt er mit einem sehr dicken Karton, wird er geliefert. Und dazu ein dickes Buch, was allein schon die Investition lohnt. Dieses Buch enthält, ich habe es jetzt hier auf Englisch, aber auf Deutsch, wie gesagt, gibt es dieses Buch auch, ausführlichste Beschreibungen über die Karten, wirklich sehr detailliert und sehr tief. Und die Karten selbst, ja, wenn man sie anfasst, muss ich kritisieren, das ist wohl bei den deutschen Karten auch so, dass sie doch sehr dünn daherkommen und leicht kaputt gehen. Man sieht es an dem Hintergrund, ich habe mit diesen Karten viel gearbeitet und die sehen ganz schön kaputt aus, was ein bisschen schade ist. Aber für alle, die sowieso sagen, ach, was brauche ich Karten, ich kann da auch jetzt mich mit modernen Medien auseinandersetzen, gibt es eine gute Nachricht. Den Druidcraft gibt es auch als App zusammen mit anderen Karten, die Will Worthington erstellt hat. Er hat nämlich auch noch den Wildwood Tarot gemacht und sehr schöne Orakelkarten, die Druid Oracle, ups, jetzt habe ich jetzt was Falsches eingegeben, die Druid Oracle Cards, alle als App erhältlich auf Android oder iOS für um die 5 Euro, also wirklich sehr praktisch, wenn man mal unterwegs ist und keine Karten dabei hat. Ich benutze sehr oft Apps, wenn ich unterwegs bin und finde sie wirklich klasse. Aber jetzt erstmal zu den Karten selbst. Sie setzen die Bilder des bekannten Waite-Smith-Decks um in eine keltische Zeit, in die Zeit der Druiden, der Barden und anderer Themen, die aus dem keltisch-sächsischen Kulturkreis stammen. Und auch die Wicca-Bewegung, die ja auch eine Neuheidenbewegung ist, wie das Neodruidentum, auf dessen Füßen der Orden steht, den ich gerade vorgestellt habe.
Diese Bilderwelt fließt da auch mit ein. Und wir haben die bekannten Karten des Wade Decks umgesetzt in eine sehr ansprechende Sprache, die auch oft neue Blickwinkel aufwirft bezüglich dessen, was alte Karten im Wade Deck zum Beispiel bedeuten. Ich habe hier jetzt mal zum Beispiel die 9 der Kelche. Im Wade Deck sieht man da einen Mann, der selbstgefällig sitzt und seine Kelche im Hintergrund präsentiert. Die Karte ist für viele Menschen oft nicht so sympathisch. Und hier im Druidcraft wird nochmal eine ganz andere Geschichte erzählt. Hier ist jemand, der eigentlich mit seinen Kelchen jemanden einlädt und darauf wartet, dass jemand an gedeckten Tisch Platz nimmt. Und das, finde ich, bringt die Qualität der 9 der Kelche viel besser heraus als die Karte bei Wade Smith, nämlich die Freude, die mit dieser Karte verbunden ist, die man für sich selbst empfindet, aber auch gerne mit anderen Menschen teilen möchte, finde ich eine sehr schöne Karte. Auch sehr schön die Umsetzung der Asse zum Beispiel. Ich habe jetzt hier mal das Ass der Schwerter. Das Ass der Schwerter wird hier gezeigt mit der Hand der Dame vom See, also die Legenden um King Arthur und die Ritter der Tafelrunde fließen da sehr stark ein. Wir sehen, wie dieses kraftvolle Schwert herausgereicht wird aus einem See und wir müssen es jetzt nur noch greifen. Ein schönes Bild dafür, dass das Ass der Schwerter auch für Inspiration steht, für neue Gedanken, die vielleicht auch aus den Gefühlen, aus dem Wasser her entstehen. Also eine wunderschöne Karte. Was habe ich denn noch hier, was ich euch gerne zeigen möchte? Eine sehr beliebte Karte sind ja immer die Liebenden im Tarot. Hier sehen wir eine wunderschöne Darstellung, in der wir das Maienfest sehen. Beltane wird hier gefeiert, die Liebenden, die sich auf dem Feld treffen, um dann vielleicht Maienkinder zu zeugen. Und es gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Note als diese Paradies-Symbolik, die wir im Wade Smith Deck haben. Hier sind die Menschen miteinander vereint. Es ist noch nicht klar, was aus dieser Vereinigung entsteht, was auch definitiv eine Bedeutung der Liebenden ist. Also sich hingeben, ohne zu wissen, was daraus entstehen wird, finde ich eine wichtige Bedeutung der Liebenden. Auch eine ganz tolle Karte, ich surfe hier gerade mal so durch, ist das Ass der Münzen, was hier total kraftvoll dargestellt wird, dadurch, dass ein Bär aus einer Höhle herauskommt. Also eine Karte, wo es darum geht, jetzt wieder kraftvoll ins Leben durchzustarten. Die Münzen stehen ja auch für Erde und für all das, was wir im Leben manifestieren wollen. Und wenn wir das Ass der Münzen dann in diesen Kontext ziehen, dann wird in uns etwas freigesetzt, was uns Bärenkräfte verleiht, um die Dinge anzugehen, die wir gerne angehen möchten. Sehr, sehr schön ist dieser Trumpf hier. Das Rad heißt es hier noch. In anderen Decks ist das Rad des Schicksals oder auch Glück genannt. Und normalerweise sehen wir da ein Rad, das im Kosmos durch die Gegend schleudert, uns unserem Geschick überlässt und wir uns eigentlich nur an dieses Rad festklammern können. Weil hier sehen wir eine Frau, die sich auf eine Insel zurückgezogen hat. Das ist mal ein bisschen näher. Und dort einen magischen Schutzkreis um sich zieht. Sie ist also ganz Herrin ihres Geschicks und lässt sich nicht da von irgendeinem Schicksal beeinflussen. Sie versteht es, sich abzugrenzen und für sich selbst ihr Schicksal zu gestalten. Und das ist genau die Bedeutung, die ich gerne mit dem Rat des Schicksals verbinde. Ich könnte hier über jede Karte irgendetwas sagen, weil ich sie einfach alle wunderschön finde. Sie sind wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Wie gesagt, schaut euch bitte das Video auf Tarot e.V. an, das ich gerade gemacht habe, zusammen mit Birgit Enke. Da stellen wir noch viele, viele andere Karten vor. Ich persönlich finde, dass dieses Deck eines der klassischen Decks ist, die man unbedingt zu Hause haben sollte, wenn man sich mehr mit Tarot auseinandersetzt. Gerade wenn man sich für die Legenden von König Artus interessiert, für das Keltentum, meinetwegen auch für Mittelaltermärkte oder für
die Sachsen, die Legenden um die Götterwelt der Germanen, dann ist dies ein Deck, was man haben sollte, auf jeden Fall. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich zu diesem Deck zu sagen habe. Ich hoffe, es bringt euch etwas oder ihr werdet mal wieder an das Deck erinnert, wenn ihr dieses Video seht. Es ist ja schon etwas älter und habt Lust, mal wieder damit die Karten zu mischen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Nacht, was immer ihr gerade tut, wenn ihr dieses Video seht. Möge es euch Freude bringen. Und ich werde mich demnächst wieder mit einem weiteren neuen Video melden. Macht es gut!